jetzt hier mal angefangen, das alles zu verschleifen hier mit der Schleifscheibe. Rostlöcher haben wir jetzt eigentlich nur hier vorne. Hier ist ein kleines Rostloch. Und hinten halt bei unserer Radschale. Da habe ich jetzt mal schon grob den losen Rost rausgebrochen. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir es machen. Ich habe jetzt hier schon mal ein Blech. Ich will so geguckt, ob man sich das hier vielleicht einfach einschweißen kann. Wäre aber nicht ganz so schön. Und ich denke mal, da werde ich mir jetzt hier einfach unten ein Viereck rausschneiden. Zack, und dann versuchen, so gut wie möglich mit einem Blech zurechtzubiegen, was eben dann dort reingeschweißt wird. Vorne hatten wir uns ja das Ersatzblech rausgeschnitten und da werden wir dann mal gucken, dass wir da eben auch ausschneiden, das Ersatzblech einsetzen, reinschweißen, fertig. Ich saug das jetzt mal hier noch fertig aus, weil es ist einfach unglaublich ranzig, dieser ganze Staub, der hier drinnen dann entsteht über die Zeit. Hier müssen wir auch mal gucken, der sieht auch schon mehr so solide aus. Also genauso wie diese Leiste hier schon ein bisschen, die Falzung schon ein bisschen gerostet ist. Ich habe ein bisschen die Vermutung, dass der mal im Wasser gestanden hat, vor allem weil wir hier im Kofferraum hinten, wenn man hier mal so drüber streicht, das ist wie so ein bisschen Lehm, der hier irgendwie drinne hängt. Hier hängt auch richtig der Dreck drinne. Also das ist wie so Erde hier drin und das kann eigentlich nicht sein bei einem Fahrzeug, was geschlossen war. Sprich, deswegen ist der auch überall so dreckig, weil man hier quasi so Schlammwasser durchgespült wurde und das sich halt hier abgesetzt hat. Ist meine Vermutung. So, natürlich scheiße. Ja, aber müssen wir jetzt gucken, wie wir es dann eben handeln. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal noch die restliche Verkleidung hier rausbasteln. Also die Türen können eigentlich drinnen bleiben, die Stirn nebenbedingt. Aber die Seitenverkleidungen hier müssen auf jeden Fall noch raus, dass wir in Ruhe alles verschleifen können und dann, wenn wir das alles verschliffen haben, mit Rostumwandler überall drüber und dann können wir prinzipiell lackieren. Müssen wir natürlich noch die Bleche reinschweißen vorher. Genau, machen wir mal weiter. Weiter. Ich habe jetzt mal hier ausgesägt. Das Blech, was ich mir ursprünglich ausgesucht hatte, nehme ich jetzt doch nicht. Aus zwei Gründen. Erstens ist es weg und zweitens wäre es, glaube ich, auch zu klein gewesen, weil ja dann noch ein bisschen mehr Löcher aufgetaucht sind. Habe ich mir jetzt hier eins zurechtgebaut, dass das hier quasi drinnen liegt und ich versuche es einfach mal das einzuschweißen. Dann versuche ich noch hier diese kleinen Fipseleien hier irgendwie zu beheben. Mal gucken, wie ich das hinbekomme. Und ja, wenn das soweit gemacht ist, wird dann alles vorbereitet für den weiteren Verlauf, sag ich mal. Also, ich habe es jetzt eingeschweißt komplett. War ein Heidenaufwand. Sieht ziemlich katastrophal aus aktuell. Muss halt ordentlich verputzt werden. Dann denke ich mal, werde ich den Innenraum auch mit Unterbodenschutz tatsächlich komplett machen. Also ich werde nicht hier lackieren, sondern alles, was hier Unterboden ist, mit Unterbodenschutz lackieren. Dann am Ende dann nur an den Rändern noch mal ein bisschen was vielleicht. Aber das sieht man eigentlich größtenteils eh nicht. Werde ich trotzdem, denke ich mal, machen. Einfach, damit es ja vollständig ist. Dort ist ja dann auch was drüber über dem Ranz, den man jetzt so zieht. Ja, aber vor allem, dass es eben einfach nicht irgendwo wieder anfängt zu rosten. Solche Sachen hier, das soll quasi alles
nicht mehr sein hier. Ja, dort sieht man ja auch ein bisschen Rost und so weiter. So, ich habe jetzt hier soweit alles verputzt, habe jetzt auch nochmal hier ausgesaugt, den Trabi. Und hier habe ich auch nochmal ein bisschen bearbeitet, was hier so kacke gemacht wurde. Ich weiß nicht genau, was hier passiert ist irgendwie, was da repariert wurde. Das ist auf jeden Fall, ja, irgendwie scheinbar mal hier ein Riss gewesen oder irgendwas. Wir haben es halt beim Blech drüber gesetzt, ich habe es ein bisschen hier noch ordentlich reingeschweißt und verputzt. Ja, hinten das Loch habe ich jetzt auch soweit zugemacht. Das ist halt nicht schön, aber hinten habe ich jetzt wirklich ein bisschen drauf geschissen. Weil ich gar nicht in der Lage bin, mir so ein Blech anzufertigen. Ich hätte mir jetzt noch eins kaufen können und das dann auch wieder, aber das wäre so viel Aufwand gewesen, deswegen ich habe es einfach jetzt zugeknallt. Das, was jetzt so blau ist, ist Rostumwandler. Den mache ich jetzt überall erstmal drauf als erste Schicht, damit es hier soweit einigermaßen konserviert ist. Und dann kommt hier Unterbodenschutz, eben quasi bis auf die Höhe, wo die Kotflügel dann anfangen, auf den Boden. Und außen wird dann nochmal mit Lack gemacht. Genau, so dass der Boden halt einfach schwarz ist und ja, damit man das hier vorne halt am Ende dann nicht mehr so wahrnimmt. Ich meine, man sieht es am Ende sowieso nicht, weil ja die Matte drüber ist, aber wenn man die Matte hochhebt, soll man jetzt nicht sehen, dass das hier total geschweißt wurde. Dementsprechend kommt ja jetzt einfach eine dicke Schicht Unterbodenschutz eben rein, die A perfekt ist, um den vor weiterem Rost zu schützen und B quasi diese Unschönheiten verdeckt. Das ist halt einfach eine Karosse, die ist mehr oder minder Schrott, so wie sie jetzt war. Also die ist halt hier an vielen Stellen wirklich ganz schön rostig und so weiter. Nichts Irreparables, ich meine, ich krieg's auch irgendwie hin, aber ich bin halt kein Karosseriebauer gelernt oder irgendwas in die Richtung. Sprich, ja, das ist das, so wie ich es hinbekomme. Und genau, mal schauen, wie es am Ende aussieht. Jetzt schon mal hier ein bisschen verschliffen. Hier war ja diese komische Schweißnaht. Von unten sieht das Ganze jetzt nicht so ideal aus, sage ich mal. Man sieht ja auf jeden Fall, ja, noch ein paar Nasen und so weiter. Wir haben es aber auch versucht, das grob so ein bisschen wegzubekommen. Der Rest wird dann mit Unterbodenschutz quasi zugespachtelt. Also hier, das werde ich mir nochmal vornehmen, dass ich hier eben solche groben Nasen nicht habe, aber der Rest wird dann einfach überzogen und ja, ich sag mal, es ist halt ziemlich beschissen, weil ich komme nicht ran, weil die Hebebühne sozusagen hier drunter ist. Ja, ansonsten sieht es hier unten jetzt ganz okay aus. Auspuff habe ich schon mal abgeschraubt, Räder habe ich noch mal abgeschraubt, weil wir auch hier gleich die Radkästen mit Unterbodenschutz ja, ausschmieren wollen sozusagen. Genau. Und da fange ich noch an, hier ein bisschen zu schleifen und dann können wir hier mit dem Unterbodenschutz anfangen. So, wie ihr seht, habe ich jetzt angefangen, wieder das bisschen zu zerlegen. Also den Innenraum hatten wir ja komplett gemacht, habe ich euch, glaube ich, schon gezeigt. Unterboden ist komplett gemacht mit Unterbodenschutz und jetzt geht es eigentlich daran, das Ding fürs Lackieren vorzubereiten. Ich mache mir diesmal auch nochmal ein bisschen mehr Mühe, weil ich das Ding jetzt wirklich komplett lackieren will. Ich habe jetzt schon alle Chromleisten abgeschraubt, die ganzen Leisten abgeschraubt. Jetzt kommen noch die Scheiben raus. Es soll nicht regnen über die Nacht, morgen will ich es lackieren. Genau, dass wir quasi alles soweit haben. Da müssen wir dann morgen nur noch entspannt hier diese Griffe abkleben. Die Stoßstange hinten kommt noch ab. Vorne wird es jetzt nicht gemacht. Also ich lackiere den bis hier quasi, ne? Wir haben den Kotflügel hatten wir ja schon lackiert und alles, was hier vorne ist, ist soweit in Ordnung. Und ich habe ehrlich gesagt keinen Bock, das hier vorne nochmal alles abzumachen.
Das Teil hier mache ich vermutlich nochmal, weil das hier ein bisschen verkackt worden ist. Das kann ich ja dann einfach ausbauen. Hier gucke ich nochmal, also ich denke mal, ich werde es mir dann einfach hier abkleben. Jo. Schaue ich nochmal. Vielleicht mache ich das auch nochmal weg hier, das wird vermutlich besser sein. Ich mache es einfach weg, fertig, dann habe ich es auf jeden Fall nochmal ordentlich. Und dann machen wir einfach alles. Jetzt kommen noch die Scheibenwischer ab. Dann muss ich ja gucken wegen den Scheibendichtungen, wie ich die rausbekomme. Aber das war eigentlich immer nicht so schwierig, glaube ich. Da muss ich mal gucken, dass es so einfach geht. Im schlimmsten Fall bleiben die Scheiben drin. Ich will es aber eigentlich raus haben, weil hier ist auch ein bisschen so Rost drunter. Und dass es einfach ordentlich ist. Hier hinten vor allem. Hier fängt es an, dass man das gleich mit behandelt, weil ich meine, wenn ich mir eh mal die Mühe mache, das komplette Ding lackiere, da kann man so gleich ordentlich machen. Hier, das müssen wir noch wegschleifen, das ist hier Unterbodenschutz, der hier daneben gespritzt ist. Das kommt aber dann alles morgen. Das Lackieren an sich dauert ja nicht lange, was lange dauert, ist eben die Vorbereitung, das Zerlegen und so weiter. Hier muss auch nochmal mit einer, sieht auch scheiße aus, mit einer Drahtscheibe durch oder mal diese alte Dichtungsmistmasse hier rauskratzen. Das hier entrosten, dann kommt der neue Silikon rein. Und dann ist das eigentlich wieder dicht, hoffentlich. Die Dinger schraube ich jetzt ab. Das sind zum Glück schon die neuen Scheibenwischer. Da habe ich noch andere da, weil der Gummi halt ein Arsch ist. Also der bringt keine Punkte mehr. Und irgendwie ist das Teil hier auch. Naja. Ach so, warte mal jetzt. Ja, so geht's eigentlich, aber die Dichtung ist auf jeden Fall neu. Genau. Ja, so sieht's aus. Innenraum ist noch komplett leer. Kommt dann erst nach dem Lackieren wieder rein. Vorher gibt's keinen Sinn. Ich muss auch, wenn ich die Heckscheibe ausbaue, auf jeden Fall hier dieses Lederteil noch rausnehmen, weil sonst lackiere ich mir das halt mit. Hier die Scheiben mache ich auch raus. Das ist eigentlich kein Aufwand. Kein großer Aufwand. Ja. So sieht's aus. Ich baue jetzt das alles. Das nächste ist erstmal noch die Schoßstange hinten und die Scheibenwerfer ab und separiere die soweit, dass ich das Teil dann auch lackieren kann. Schleife das vorher nochmal an. Ja, und dann fangen wir einfach mal an. So, wir sind gerade dabei, fürs Lackieren immer noch alles vorzubereiten. Jetzt sind die Scheiben raus. Wir haben schon mal überall den Rost, den wir noch gefunden haben, abgeschliffen. Hier vor allem unter den Dichtungen hat sich viel gesammelt gehabt. Jetzt haben wir Rostumwandler drauf gemacht, auf das abgeschliffene. Und ja, jetzt müssen noch der Sitz raus wieder. Die hier will ich noch rausmachen, weil ich den innen auch ein bisschen lackiere. Und dann müssen wir halt anfangen, alles abzukleben, was eben abgeklebt werden muss. Ja, das wird dann auch noch eine Weile dauern. Dann will ich gleich mal versuchen, also ich habe jetzt hier vor uns mit der Hand abgeschliffen, das geht aber scheiße oder dauert halt lange. Und ich habe jetzt aber hier noch so 2000er Sandpapier für diesen, ja, Rüttelschleifer, sag ich mal, für diese Poliermaschine. Und mal gucken, ob das damit ganz gut geht, einfach hier ein bisschen den, ja, Dreck runterzunehmen und die Unebenheiten. Das müssen wir beim Dach auch noch machen, vor allem wenn ja solche Vogelschissschlieren sind, die man schlecht wegbekommt. Das versuche ich dann damit gleich zu machen. Hier die Seite hatten wir zwar schon mal lackiert, aber wird natürlich jetzt in dem Schwung gleich alles komplett neu gemacht, weil sonst fangen wir ja wieder sinnlos an und am Ende hat man einen Übergang drin, den man nie haben will. Ja, hier hinten, gut, hier muss ich vielleicht nochmal lang pinseln mit dem Rostumwandler, dass das dann hier auch keine Probleme gibt und hier anfängt zu rosten. Ja, unschön. Ja, dann nochmal alles abpusten, dass hier kein Dreck mehr ist und dann kann man es an sich lackieren. Ja, wir machen mal weiter. So, ich gebe euch mal ein kleines Update. Ich habe jetzt soweit wirklich alles vorbereitet. Habe gerade eben mal nochmal ein paar Stellen gespachtelt hier, wo so, ja, klitzekleine Macken drin waren. Ja, ich habe sicherlich jetzt nicht jedes erwischt, zum Beispiel hier immer noch so einen winzigen, aber ja, das ist dann am Ende auch nur Fliegenschiss. Also, ja, genau, so sieht es aus. Die gröberen Sachen habe ich eben, wie gesagt, gemacht, was ich jetzt gesehen habe auf den ersten Blick. Ich warte jetzt noch, bis der Spachtel trocken ist. Also der müsste jetzt eigentlich, ja, so gut wie trocken, können wir uns gleich verschleifen. Und danach soll es eigentlich so weit lackiert werden. Ich bin mir bloß noch nicht ganz sicher wegen dem Wetter, weil das schon wieder so, naja, wechselhaft ist. Und ich will mir nie nochmal ein Wasser und einen Lack holen. Genau, deswegen schauen wir mal, wie es aussieht. Aber jetzt, ja, so langsam bessert sich's. Wenn es noch ein bisschen mehr aufzieht, dann denke ich mal, mache ich das heute auf jeden Fall. Und ja, genau, da schleifen wir das jetzt erstmal ab. Dann müssen wir alles noch entfetten mit Silikonentfetter. Genau, hier habe ich schon meinen Lack stehen, den Härter und Verdünnung.
Mischbecher brauche ich dann noch und ja, dann können wir das Ganze prinzipiell hier spritzen. Ist eben auch noch ein bisschen windig heute, also es ist nicht doll, aber wer weiß, ob es dann doch nochmal eine Böe kommt, wenn mir wieder Dreck in den Lack schmeißt oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es wirklich heute mache, aber ich denke mal schon, mal gucken. Ich habe jetzt wieder abgedeckt. Soweit der Fortschritt. Vorne ist alles schon zusammengebaut. Hier muss dann am Ende eigentlich noch das Logo wieder drauf. Die Scheibenwischer müssen noch dran. Da habe ich noch neue da liegen. Die Zierleisten müssen noch dran gemacht werden. Hinten soweit auch Stoßstange wieder dran. Lichter wieder dran. Die Front- und Heckscheibe ist wieder drin. Seitenscheiben noch nicht. Da muss ich noch neue Gummis bestellen, genauso wie für die Fenster. Ja, genau, und erst wenn die da sind, kann ich eigentlich so richtig weitermachen. Dementsprechend werde ich mir jetzt einfach einen kompletten Gummisatz bestellen. Ist halt so teuer, also es kostet ungefähr 220 Euro der Satz. Aber ja, da kommen wir jetzt nicht drum rum. Die Innentürdichtung fehlt ja auch noch. Da ist ja die alte nicht mehr brauchbar gewesen. Und ja, dann ist es so, müssen wir das bestellen. Und wenn das da ist, dann geht's weiter. Das war's dann erstmal für das Video. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Lasst gerne eine positive Bewertung da und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. We'll be right back.